B-Monster am Start für euch und jetzt startet Road to Commander. Ihr seht schon, ich bin Level 55 im 8., also im 0. Prestige. Ich zeige euch meine Kampfhistorie, eine KD von 0,83. Und jetzt kommt erstmal die erste Frage, denkt ihr, ich kann meine KD verbessern, halten oder verschlechtert sie sich noch? Ja, meine Ausrüstung ist eigentlich erstmal egal. Wir fangen jetzt an Prestige zu drücken. Wer ich jetzt weiß wo. Spielerkarte, nee. Wo ging Prestige drücken? Option, nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ah, hier Kasane, alles klar. Prestige-Modus. Hier. Ja. Und wir sind Prestige. Prestige 1. Und wir... machen einen extra Editorplatz. Genau. Und dann würde ich sagen, zoomen wir uns was Schönes raus hier. Haben wir schon nichts freigeschalten? Nee. Haben wir nicht, so wie es aussieht. Ah, genau, nehmen wir das hier. Und ja. Dann würde ich jetzt sagen, Leute, wir sehen uns gleich beim ersten Spiel wieder und bis dahin, haut rein. Also ich... ich hab drei Jungs da draußen. Die sind drauf und dran, dich alle zu machen. Rechnen wir ab. Die Mission beginnt. So, meine Freunde der Geschmacklosigkeiten. Das Failen geht los. Road to Commander mit MLG Beast. Der war über 7 Fails. Und meinem ersten Tod durch einen. Was? Nee. Oh, nee, nicht mal Sniper, meine Fresse. Ganzes Neues. Oh, toller Tod. Ja, schön, hallo. Genau, Martin ist auch mit dabei. Kann leider nicht mitspielen, weil er so arm ist und sich keine Xbox leisten kann. Abschuss verwehrt. Stirb. Abschuss bestätigt. Ach komm, ich will gerade C4 schmeißen, du Spasti. Ich muss übrigens noch mit Standardklasse spielen, denn ich bin erst Level 1. Tja, beschissen. Oh, fuck. Wir haben die Kontrolle verloren. Feindliche Drohne nähert sich. Oh, ich spiel schon so schlecht, ey. Gestern lief das mal so gut eine Zeit lang und jetzt geht's schon wieder bergab. Wo haben die einen Blitzschlag, ja? Da fragst du den Falschen, mein Bruder. Oh, das war knapp. Nein! Oh, das kann doch nicht sein! Ich schieß gerade das scheiß C4-Päckchen vor, da kommen wir so ein Spaß dagegen gerannt, ey. Oh, das war gut, das war gut, das war Skill! Only luck. Hey, du bist hinter mir. Ich krieg's nicht gebacken, aber. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja, ist jetzt erst die Aufwärmphase. Achso, na okay, dann misch mich das ganze Road to Commander erstmal auf. Ja, sowieso. Ah,
Drink Sobers, du Spasti. Abschuss bestätigt. Boah, warum? Also irgendwie nimmt er diese scheiß C4 extrem langsam. Ich komm zwar zum Schießen, aber nicht zum Zünden. Nee, das überhaupt nicht mit. Ich muss es dann mitnehmen. Ach so, ja. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Oh, ja, klar. Da kommen drei Leute entgegen. Oh, Mann. Das Leben ist so ungerecht. Sind alles Fans von dir. Drohne nähert sich. Abschuss verwehrt. Oh. Ich weiß, dass es alles Fans von mir sind, deswegen spielen die auch immer so gut gegen mich. Vorrat unterwegs. Ich kenne dein Spielstil dann. Ja, genau, einfach mit oben zu und durch. Abschuss bestätigt. Boah, die Piste ist so unterpowered. Welche denn? Ja, hier die Dingens, hier die 5-7. So, ja, die nehme ich gar nicht mit. Wenn ich meine Pistole mitnehme, dann entweder die vollautomatisch oder die 3 Schuss. Warbang, Bitches. Abschuss bestätigt. Ach komm. 8 zu 13, ich habe bis 5 Kills Rückstand. Und so gut. Feindliche Drohne nähert sich. Komm, ich hab Konterdrohne, jetzt macht ihr was. Und ich bin tot. Oh, ich krieg's nicht hin. Ey, das kann nicht sein. Ja. Ja, mir läuft's aber auch nicht. So, auf einem Runde hast du gesagt. Abschuss bestätigt. Wir gewinnen diesen Kampf. Granate fliegt! Ich weiß eigentlich nur, was ich für eine Klasse mit hab, ey. Das ist das Schlimme dran. Also, was ich eigentlich für Pokes mit hab, so gesagt. Ja, schau, ne? Ich habe auf alle Fälle Plünderung mit, das weiß ich. Das ist schon ein richtig gutes Spot dabei. Ja, ne, vor allem für C4. Mhm. Fuck, man. Die Hack will schon so derbe. Und ja, ich hab den Typen gerade gesehen, keine Angst. Super Bitch, weiß Gott nicht. Ich will bloß nicht gerade hier auf langer Distanz 1 gegen 1 spielen. Oh, Alter. Nein! Oh, das hasse ich, ey. Das kann nicht sein. Du musst bei jedem Scheiß aufpassen, dass du nicht erschossen wirst, ey. Abschuss verwehrt. Egal welchen kleinen Loch du dich rein hockst oder so. Ja gut, das mit dem Campen ist jetzt eh wieder einigermaßen zurückgegangen. Ja, das muss ich auch sagen. Also das war jetzt am Anfang extrem schlimm. Wow. Mhm. Button. Okay, das... Ach so, na klar. Achso, ich hab Geist, Totenstille und Plünderer. Ja, passt doch. Achtung, feindliche Blitzschlag. Naja. Es geht. Ist jetzt nicht so mein Spielstil, aber. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Ja, alle im Haus. Alle in dem Haus mit der Yacht. Also, gegenüber von uns. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Ach komm!
Ja, und dahinter, der kriegt natürlich noch. Also so gut die Ivo auch ist, aber ohne mein Frontgriff kann ich nicht auf Entfernung mit erschießen, ey. Ich spiele die gerade mit Frontgriff und Schalldämpfer. Du hast so gespielt. Das ist übelst geil. Hm? Komm mal richtig gut mit da. Aber was mich übertrieben stört, du brauchst ewig, bis du die Waffe auf Gold hast. Abschuss bestätigt. Weil wenn du die 100 Headshots erstmal gemacht hast, die was du für die letzte so einfache Tarnung machen musst, dann kommt schon mal hier ohne Aufsätze 150 Kills machen, dann ohne Perks wieder Kills machen und ah. Das soll doch wohl nicht zu einfach sein, ne? Ja. Trotzdem. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Boah, das kann nicht sein, wisst ihr? Gerade eben liegt einer in dem Zwischengang drin. Ich renn durch diesen Schockstab und er wartet so richtig schön, bis ich dann im Zieldings drin bin, ne? Ja. Dann fliegt mir genau so eine scheiß Hunter-Killer-Drohne vor den Kopf. Die finde ich sowieso überpowered, aber so nicht. Ich finde die nicht überpowered, ich finde die nervig. Aber ich denke mir halt auch, also ich nehme die überhaupt nie mit, weil ich denke mir halt, es gibt so viel Besseres. Nein. Jungs, ich muss jetzt gleich auf Level 4 kommen, ey, ich will meine eigenen Klassen machen. Ich kotze das an. Das muss ich irgendwann kommen, da musst du besser spielen. Oh, Flag Jacket. Oh, ja. Oh, da liegt immer noch da drin. Das kann doch gar nicht sein. Da liegen zwei Typen im Zwischengang. Die Zeit ist fast um. Muss jetzt mal anschauen, dass ich nochmal eine scheiß 2er KD kriegt. Abschuss bestätigt. Pumpgun? Nein. Also drei Wächter, ja. Auf einer Flagge. Ach, hau doch ab. Ach komm! Ich finde die Wächter auch übelst geil irgendwie. 13:30, oh Gott. Ja, das ist drei auf einer Flagge. Aufwärmphase. Und ich war bestimmt letzte Kill, ha? Ja, klar. Aus meiner Sicht sah das jetzt so aus, hätte ich den schon 5000 Kugeln in den Kopf geschossen, ne? Oh, Mann. 14 zu 15 läuft überhaupt nicht hier. Ja, ich habe wieder ein Level gemacht. So, Klassen, die Ton. Machen wir uns erstmal eine schöne Klasse hier. Eine schöne, schnelle Klasse. Das Gute ist, wir haben schon für die PDW alles da. Ja, die Aufsätze, die bleiben alle. Ja, das ist das Schöne dran. Mhm. Aber ich find's schade, dass du, also ich bin jetzt bei Scorpion im zweiten Prestige, bitte, also Waffenprestige. Ich find's schade, dass es kein drittes mehr gibt. Naja, ja. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber ich spiele die Waffe ultra gern. Und es gibt halt immer Punkte. Für die Herausforderungen, die kriegt man halt nicht. Ach, fuck. Jetzt bin ich bloß mit Ghost unterwegs. Ich muss schnell Hotline reinpacken. Naja. Oh, Herrschaft auf Nuketown. Oh Gott. Viel Spaß. Ja, in Nuketown gibt's nicht mehr. Mi. Hier ist der Beweis. Boah, ich sehe auch lauter Einladungen. Hey, es gibt sogar Tarnung für das Schild, ne? Ja, geil. Da freue ich mich, wenn ich schon erst mit dem Goldschild rumrenne. Oh, ich renne schon in so einen Schockstab rein. Und, ah, hopp. Nein, ich tut. Ich find's ja, ich habe letztens wirklich einen gesehen mit einem goldenen Messer. Dachte ich mir auch. Was läuft bei ihm schief? Nerd! Er ist aber aus. Ich hab vor uns einen Prestige 8er gesehen. Gut, also wenn ich jetzt, ja, voll durchgemacht hätte. Naja. Die
Prestige gehen aber auch schnell. Also wenn du Zeit hast, dann hast du die gleich. Das ist so wie im Shop keine Zeit. Auch mit einer KD von 1,1. Ich brauche ja Full Metal Patronen, ja, Dingens. Feuer mal den Schuss. Genau! Ja. Also, gebt bei euch Dropshotten gescheit, ich krieg's nicht hin. Ich mach mir noch nicht. So einen schwulen Delfin-Jump, ja. Ja, irgendwie, ich leg mich zwar hin, aber der geht wirklich schief drauf. Bist du ein Schwein? Mir auch so. Ja, durch zwei Wände. Ich bin eigentlich so voller Fan von Nuketown, aber wenn's wirklich herrschaft, ne. Kackbuhn. Och komm! Ich brauch schon 100er Ecke, ey. Ich denk sowieso, die müssen langsam mal einen Patch rausbringen. Also einen vernünftigen Patch. Bravo wird gesichert. Ah, Alter, ich hab keine Granaten mehr. Ach komm. Kleiner Pisser. Feindliche Drohne nähert sich. Wie läuft's für dich so? Setzmäßig? 6 zu 7, also es geht schon besser mit der PDW als mit dem, mit der Skorpion ohne Aufsetzer oder mit Scheißaufsetzer für mich. Okay. Also ja, ich werde gerade mit richtig auseinandergenommen. Ja, ich mag Nuketown sowieso nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. B wird gesichert. Okay. Das ist nicht so meins. B ist abgesichert. Ja. Sorry, kein Ding, passt schon. Ich hätte noch fast gekriegt, ich hätte bloß daneben gemacht, so dummerweise. Egal. Ist ja nur ein. Ach, Mann. Scheiße. Fick dich doch, ey. Spasti. Ziel ausgeschaltet. Guck, guck. Nein, was kommen hier nur von zwei Seiten, die Idioten? Oben im Haus dürften zwei Stück sein. Gut zu wissen. Hab beide. Ich hab mal so zur Sicherheit eine Granate noch mit hinterher geschmissen. Ja, da wieder zwei oben. Ein Sniper und einer mit, ja. Also kannst du nicht sagen, ich bin scheiße in dem Spiel. In so spielen wir es Gott nicht. Boah, ich hab es meistens kein Glück. Ich finde den ersten Level sowieso von 1 bis 20 bis sowieso im Nachteil. Oh fuck, Sniper. Alter, wie die da oben campen, das ist krass. Aber wir packen es noch. Oh, scheiße! Scheiße! Ich finde aber, was sie richtig blöd gemacht haben, mit Herrschaft mit diesen zwei Runden. Ja, ich kann dir sagen, warum wir das gemacht haben. Viele werden sich bestimmt aufgeregt haben wegen Spawn-Trappen. Ja, komm. Ja. Es ist nun mal so. Aber, der schöne Modus. Bestätigt. Und deswegen haben wir das bestimmt so aufgeteilt, dass du nicht unter Eierquetsche genommen werden kannst. Ich finde es sowieso besser. Das Ziel sichern. Alpha wird gesichert. So. Orbitalsatellit ist online. Der sehr schön. Wer hat einen Orbitalsatellit bei uns?
Also ich sehe jetzt keine, was so die herausragenden Kills hat. Kaffee geflasht. Gut, aber. 11-1 und dann gleich so ein Teil. Fraglich. Ja, naja, viel hat es. Bravo wird gesichert. Ah ja, es war so klar. Was geh ich auch da hoch? Was geh ich auch da hoch, ey? Ganz ehrlich. Wir haben die Kontrolle übernommen. Der Orbitalsatellit gefällt mir jetzt aber. Mir auch. Nein, S-Mine. Oh ja, dann. Komm, Buff. Haha, schön. Jetzt haben wir Punkte gekriegt. Nein, durch die Wand! Was sind denn das für Spastis? Mit den Scheiben einfach durch die Wand, Decker, das will ich mal sehen. Wie du das machen willst, ey. Mit einer Menge Fantasie. Ey, aber lustigerweise, wenn ich live aufnehme und live kommentiere, spiele ich besser, als wenn ich noch kommentiere. Ja, du hast auch einen gewissen Druck, du kannst jetzt hier nicht irgend so ein absolutes No-Go-Gameplay präsentieren. Ach, du meinst wie das gerade eben, ja, das stimmt. Ja, das war wie gesagt die Aufwärmphase. Haftgranate geworfen. Wow. Befehle. Immer raus mit der Drohne hier. Alter, der hockt ganz hinten, weil den, ja. Also wenn du willst, kannst du gerne bei mir Dauerrest werden zum Road to Commander. Ja, wenn ich online bin sowieso. Ich bin eh den ganzen Tag on. So, die. Nichts sucht die, Mann. Ich nenne es aktives Ausüben von Hobbys. Das kenne ich ja, das mache ich auch sehr gerne. Ja, ja. Masturbation und so. Du bist sehr aktiv aus. Ja. Glaub ich dir. Wo hockt denn der jetzt? Ach, der, Abgranate geworfen. Okay, ich schaff's nicht so ums Spawn rumrennen, oder ich brauch wirklich. Also ich bin wirklich extrem damit, ich brauch wirklich extrem Bedingungen, ey. Zumindest komme ich mir gerade zu träge vor. Ja. Pack den MP ein. Ja. PDW ist für Kino oder was? So. Sorry. Ja, aber jetzt halten sie sich schon ziemlich im Spawn zurück, oder? Also sie kommen überhaupt nicht mehr raus. Richtig so. Oh nein! Nein! Verbündeter Orbitalsatellit online. Der nächste. Schön, da freue ich mich. Ich bin auch überwartet, das Zeug, ja? Tja, Skill. Das glaube ich kein Skill, oder was? Der braucht bloß immer diese Verteidiger da wegzuschießen. Oh, jetzt kommt sie von hinten, pass auf. Spawnwechsel. Ja gut, 20 Sekunden ist das Spiel aus. Also, Packen wir jetzt auch kurz den Sniper da oben. Oh! Drei Leute. Das sind ja die Ultra-Skiller. Mit Sniper am Start und wechseln zur Secondary beim 1 gegen 1. Geil, ich hab eine Drohne. Hardcore! Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder Killstreaks. Halt ruf, hau raus! Ja. 27 zu 23 fürs zweite Match ist das gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Ciao, Last Kill Cam. Purer Skill bei mir. Ah, du Hardcore Skiller.
Sicherheitsparameter erfüllt. Und meine KDs überzeugen halt auch wieder nicht. Ah, wo ist denn deine KD? Ey, hast du ein 30 zu 24, geht da noch. Für so ein Durchschnittsspiel ist er mal ganz gut. Was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal wieder in so einem richtigen Sechser-Team spielen. So richtig dominierend. Hm, das ist ganz dominant, ja? Nicht nur im Spiel. Ah, du Schwein. Du Schlingel, du. Du denkst ja wieder pervers, also. Ach so, ich kann noch keine anderen Sachen machen. Na gut, dann nehmen wir halt doch mal die Kronaute mit. Das war das zweideutigste Road to Commander, was auf YouTube gibt. Mindestens. Ach so, ich kann jetzt auch keine dritte Sache ausrüsten. Na gut, dann nehmen wir trotzdem. Ach, na, schnelle Magazin ist mal wohl praktisch. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, ich lasse es einfach so. Hotline und Geist. Perfekt. Ja. Ich bin rausgeflogen. Ich auch. Ja, so ein kleiner Neues hier. Komm, wir machen wieder ohne mich das Spiel startest. Machen wir hier gleich wieder Moshpit. Ach das. Diese Folge ist halt Moshpit-Time. Ja. Ach, die größte Scheiße, die es gibt.